Frontbeine weg, schub. Ja, schön hinten rauskommen, weiter Oberkörper mit vorbereiten, schnelle Hände halten. Es ist natürlich brutal, weil man ja weiß, wie groß jetzt schon der Rückstand ist und man ja trotzdem noch so eine große Distanz bis zum Ziel vor sich hat. Da ist es unglaublich schwierig, die Motivation hochzuhalten. Aber wir haben es jetzt mittlerweile schon oft angesprochen. Es war heute von diesem Deutschlandachter nicht fürchterlich viel zu erwarten aufgrund der Umstände, dass man so große Personalnot irgendwie kompensieren musste. Irgendwie passt das Ganze natürlich auch zu der Saison, die ja so schlecht gar nicht losging. Man hatte den Weltcup in Posen ja gewonnen und war in Luzern noch Dritter. Aber die Ergebnisse bei EM und WM waren dann eben doch so enttäuschend. Und mal nur zum Vergleich, wie groß die Fluktuation in diesem Boot ist. Von dem Team, das vergangenes Jahr in Tokio für den Deutschlandachter noch die Silbermedaille geholt hat, ist nur heute hier Torben Johannesen noch an Bord. Das heißt, da ist unglaublich viel Bewegung gerade drin, gerade in dieser Woche. Ja, und eben in der Kameraperspektive vom Steuermann hat man es sehr gut gesehen. Sehr viel Wasserkontakt, die Blätter kommen nicht sauber über das Wasser. Da spielt natürlich das Zusammenspiel auch eine große Rolle. Man hat wenig Kilometer gemeinsam gemacht und jetzt in dieser Welle des Motorbootes unterwegs zu sein, sehr, sehr schwierig für die Mannschaft. Sehr kräftezehrend und fordert natürlich jetzt ein hohes Konzentrationsniveau. Ich hoffe, die Jungs bleiben weiter dran, versuchen den Abstand so gering wie möglich zu halten. Der Deutschlandachter hat jetzt Schülp passiert. Da ist auch immer eine Menge los. Da gibt es viele Anfeuerungsrufe. Da ist auch immer ein bisschen Party, nicht nur hier in Rendsburg. Und vielleicht treibt das deutsche Boot ja noch ein bisschen nach vorne. Ist ja schon so, dass man sich schon auf das Rennen konzentriert und versucht, sich nicht groß ablenken zu lassen. Aber ab und zu bekommt man das natürlich schon dann mit, wenn von draußen die Unterstützung lautstark vorhanden ist. Jetzt sieht man die Ukrainer noch mal sehr gut hier, haben auch ihre Probleme jetzt in der Welle. Der Abstand zu den Holländern ist jetzt auf einmal riesengroß geworden. Also es ist jetzt schon über eine Länge Wasser, die Ukrainer jetzt Rückstand haben auf die Holländer. Also die Holländer deutlich besser klargekommen jetzt gerade in den letzten 2 Kilometern. Sind da fast wieder eher auf den Angriff Richtung US-Amerikaner. Und man sieht es hier sogar noch deutlich größer geworden. Also mehr als 2-3 Längen Wasser sogar der Vorsprung der Holländer jetzt auf die Ukraine. Vielleicht haben die Ukrainer jetzt so ein bisschen ihre Körner verschossen und können da nicht mehr das Grundtempo der Holländer mithalten. Die Frage ist, gibt es tatsächlich noch mal einen Kampf um Platz 1? Wir sind bei den Amerikanern an Bord. Yeah, boys! Enjoy the moment. Enjoy the run. Still got spacing. That's it. Tja, das sagt sich so leicht. Genießt das mal ein bisschen, Jungs. Bei dieser Distanz ist das, glaube ich, schwierig. Aber wenn man vorne ist, dann wird man vielleicht auch ein Stück weit getragen und geht über das eigentliche Leistungsvermögen dann hinaus. Die Amerikaner auf jeden Fall, da besteht gar kein Zweifel. Die große Überraschung hier am heutigen Tag und, wie wir es auch sehen können, ganz dicht rechts jetzt am Kanal dran. Die wollen so schnell wie möglich ins Ziel. Ja, und die Holländer, die arbeiten natürlich weiter. Die haben sich natürlich auch nicht gedacht, dass der Vorsprung so groß wird zu den Amerikanern. Hatten da vielleicht auch eher auf den Bordkampf gehofft. Die bleiben natürlich weiter dran. Man sieht vorweg, vorne links das Motorboot und auch rechts zu sehen das Motorboot. Immer wieder leichte Wellenbildung. Nicht einfach für die Jungs, aber sie versuchen da immer wieder sauber rüberzukommen. Exakt hinten zu arbeiten, in der hinteren Umkehr sauber die Blätter vom Wasser zu lösen. Um dann auch ohne Wasser aufschlagen, das Blatt bis vorne zum Setzen zu bringen. Ja, dann sieht es hier kurzer Kursverlust der holländischen Mannschaft. Die Motorbootwellen, die sind natürlich dann nicht einfach, um da die gerade Linie weiter zu halten. Nicht ganz einfach, aber trotzdem halten sie den Abstand dafür immer noch sehr gut zu den Amerikanern. 8-Kilometer-Marke haben wir gerade passiert. Also jetzt geht's so langsam aber sicher in die finale Phase. Und ich kann nicht erkennen, dass der Rückstand der Niederländer auf die führenden Amerikaner da bemerkenswert kleiner geworden wäre. Es ist auf jeden Fall ein Brett, wenn die da noch rankommen wollen. Und hier können wir sehr schön sehen, dass es dann in diese langgezogene Rechtskurve geht in Richtung Rendsburger Hochbrücke, wo dann das Ziel sein wird.
Und na klar, es schwenkt im Hinterkopf auch immer ein bisschen mit, dass man mit den Kräften so haushalten muss, dass nicht so etwas passiert wie 2019, als ja gleich zwei Ruderer tatsächlich auf dem letzten Drittel der Strecke kollabiert sind. Christopher Reinhardt im Deutschlandachter und auch Jacob van de Kerkhoff bei den Niederländern, der übrigens heute auch mit an Bord ist. Man wird natürlich ein Stück weit immer mitgetragen durch die Mannschaftskollegen, aber wenn man nicht mehr kann, dann kann man halt nicht mehr. Und jeder weiß, dass das immer mal passieren kann, denn diese Distanz ist eben extrem ungewöhnlich. Diese fast 13 Kilometer gibt es tatsächlich kein zweites Mal auf der Welt. Nur mal zum Vergleich, das Boat Race zwischen Oxford und Cambridge, das ist nur knapp 7 Kilometer lang. Also das ist hier fast noch mal das Doppelte und deswegen für jeden Einzelnen, der da unterwegs ist, eine ganz, ganz spezielle Herausforderung. Juliane, bei uns sieht es so aus, als wenn der Vorsprung der US-Amerikaner stabil bleibt. Was kannst du vom Wasser aus sagen? Ja, der Vorsprung ist einigermaßen stabil. Man muss aber auch fairerweise sagen, die Holländer haben hier echt ein Problem mit den Wellen, mit den Motorbootwellen. Die Steuerfrau hat gerade versucht, dann lieber die Außenkurve zu nehmen, lieber ein bisschen mehr Fahrt in Kauf zu nehmen, aber dafür keine Welle zu haben. Das funktioniert nicht so richtig. Im Boot kam auch schon mal der ein oder andere Schlachtruf raus von den Ruderern. Aber was ganz klar und deutlich zu sehen ist, die sind wirklich sehr fokussiert immer noch. Die versuchen, relaxed zu bleiben. Das haben sie auch vorher rausgegeben. Nicht, dass passiert, dass hier einer kollabiert, sondern wir müssen entspannt bleiben. Kräfte im Vorrollen sparen, sodass wir den Durchzug dann wieder richtig kräftig gestalten können und die Möglichkeit haben, nach vorne zu schieben. Und wenn sie keine Wellen haben, dann schieben sie ihr Boot auch Zentimeter für Zentimeter nach vorne und dann wird der Abstand auch kleiner, so wie im Moment gerade. Also eins ist mal klar, die physische Stärke in diesem holländischen Achter oder Holland 8, wie sie zu Hause genannt werden, die ist definitiv vorhanden. Das Boot ist ergänzt worden. Hier ganz links im Bug, da sehen wir Melvin Tweller. Auch der ist Sculler und zwar kein schlechter. Das ist nämlich der aktuelle eine Europameister, hat bei den European Championships gewonnen und hat heute vor einer Woche das Einerfinale bei der Weltmeisterschaft bestritten. Ist dort Zweiter geworden hinter Oliver Zeidler aus München, der ja da seinen Titel hat verteidigen können. Er hat gesagt, das Ding hier, dieser Canal Cup in Rendsburg, das lasse ich mir nicht nehmen. Da will ich unbedingt mal mit dabei sein und schauen, wie das ist, 12,7 Kilometer am Stück zu rudern. Also der bringt natürlich auch eine Menge Physis mit. Ohnehin muss man sagen, dass dieses holländische Boot ja so zusammengesetzt ist, dass man eine sehr große Breite hat in den Niederlanden. Das ist ja unglaublich viel passiert in den vergangenen Jahren und den Lohn gab es jetzt bei dieser Weltmeisterschaft in Tschechien. Man hat 9 Medaillen in den olympischen Klassen geholt. Erik, was machen die Niederländer gerade besser als der Deutsche Ruderverband? Ja, also die scheinen sehr gut gearbeitet zu haben in den letzten Jahren. Man hat es immer schon wieder gesehen, auch in Tokio. Man war sehr erfolgreich in den Vierern, hat den Doppelvierer gewonnen. Das war natürlich schon auch ein Grundstock, den die Holländer da haben. Die sind auch sehr flexibel, was den Wechsel zwischen Riemen und Skullen angeht. Da muss man sagen, jetzt im Vergleich zu uns Deutschen erfolgt da ein Wechsel zwischen einem Riemenruderer zum Skullen oder auch andersrum deutlich öfter. Das zeichnet die Holländer schon aus. Man sieht es jetzt auch hier, der Martin Tweller im Bug ganz links macht einen guten Job. Dafür, dass er jetzt gerade vor einer Woche noch den Einer gefahren ist, bringt er sich hier gut in den Achter ein und das zeichnet die Holländer dann schon auch aus, dass sie da, ich glaube, es sitzt auch noch ein weiterer Mann aus dem Doppelvierer mit drin, dass sie da einfach so flexibel auch die Sculler mit einsetzen können und auch schlagartig dann wirklich einen guten Achter zusammenbringen. Das ist, glaube ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal, was die Holländer zurzeit auch wirklich international auf allen Ebenen dann auch zeigen. Ja, auf der dritten Position ist Jan van der Bee mit dabei, der vierten Platz gemacht hat bei der WM im Doppelvierer. Mal schauen, ob die Physis ausreicht, um den US-Amerikanern noch mal richtig auf die Pelle zu rücken. Aber man sieht es jetzt sehr gut, die Holländer kämpfen extrem. Also die Amerikaner sehen da deutlich flüssiger aus, schaffen es deutlich mehr, das, was Juliane auch eben angesprochen hat, diese Entspannungsphase in den Freilauf zu bringen. Das ist immer wieder die größte Herausforderung im Ruderschlag, dieser kraftvolle Durchzug, aber dann auch wirklich immer wieder die Entspannung in den Freilauf zu bringen, um diese zyklische Bewegung zu nutzen, kurz Luft zu holen, um dann wieder kraftvoll den nächsten Schlag zu beginnen. Das sieht bei den Amerikanern wirklich deutlich geschlossener, ein viel, viel stabilerer Rhythmus. Da sieht man jetzt von außen schon die Holländer deutlich mehr Probleme. Die Amerikaner dementsprechend ziehen weiter vorne weg, haben einen großen Vorsprung. Jetzt geht es hier schon in die Kurve. Gleich kann die Steuerfrau und der Steuermann
schon die Hochbrücke hier sehen und das wird natürlich nochmal zusätzlich Motivation schaffen, dass die Sportler jetzt auch die letzten 2 Kilometer auf einem hohen Niveau nach Hause bringen. Erstaunlich, wie gut diese Crew zusammengefunden hat. Wir hören nochmal rein. It's with our hearts high. Ready? We're gonna go for a leg call before the turn. In 2, in 1. That's now. Drop. Und nach über einer halben Stunde auf dem Wasser tut's jetzt dann schon so richtig weh. Und na klar ist da nicht jeder Schlag dann noch so sauber, wie man das über die klassische 2000 Meter Distanz dann kennt. Bedingungen haben sich hier aber ganz gut stabilisiert. Wasser einigermaßen ruhig. Gegenwind gibt es ohnehin hier nur ganz, ganz selten. Aber heute hatten wir eben auch während dieses Rennens ein paar Phasen. Da hat das garantiert auch eine Rolle gespielt. Aber es ist eigentlich fast schon eine Vorentscheidung gefallen, wie die Holländer da nochmal rankommen wollen. Bleibt ein Rätsel. Ja, das glaube ich schon. Also da glaube ich schon, da sollte es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, dass da nochmal eine Wachablösung stattfindet zwischen den Amerikanern und den Holländern. Aber was jetzt ganz, ganz wichtig ist, man hat es auch eben wieder gesehen bei den Amerikanern, auch trotz der großen Führung, immer wieder diese Motivation, diese Ansprache vom Steuermann, gemeinsam das Boot anzupacken, dass man nochmal einen Rück durchs Boot spürt und über diese kurzen Sprints immer wieder ein hohes Niveau hält. Das ist mitentscheidend. Kann ich mich auch gut zurückerinnern in unserer Zeit, wenn wir die Rennen gefahren sind, dass es trotz auch des Vorsprungs, den wir manchmal hatten, immer wieder dazu kam, dass Martin in gewissen Abschnitten dann immer wieder einen Spurt angesagt hat, damit man immer wieder mit einem hohen Grundtempo dann auch weiterfahren kann. Hier jetzt zu sehen, das deutsche Team, doch schon ein relativ großer Vorsprung, sehr großer Vorsprung oder Rückstand auf die Ukrainer. Sie kämpfen weiter. Hier jetzt Jonas noch mal gut zu hören. Beinschub und Oberkörper vor. Beinschub, Oberkörper vor. Ja, ihr merkt, mit dem Boot passiert jetzt alles. Scheißegal, solange wir uns von vorne offensiv im Oberkörper drin halten und auf der vollen Länge agieren. Jawohl, selbst der Achtertrainer Uwe Bender ist nicht mit dabei hier in Rendsburg. Auch bei ihm gab es grippeähnliche Symptome in dieser Woche. Das Boot wird trainiert von Peter Tiede aus dem Bundesstützpunkt in Dortmund. Selbst ehemaliger Steuermann des Deutschlandachters. Und der hat seine Jungs schon noch mal motiviert, hat gesagt, 2008, da war der Deutschlandachter in Peking, letzter im B-Finale, ganz katastrophale Saison, hat aber dann eine Woche später hier den Kanal-Cup gewonnen, hat man sogar den Olympiasieger aus Kanada schlagen können. Dafür ist das deutsche Team, ist der Deutschlandachter heute schlichtweg nicht in der Lage. Ganz anders die US-Amerikaner. Das sieht immer noch richtig rund, richtig toll aus. Und es wäre diesem Team absolut zu gönnen, den Sieg hier nach Hause zu fahren, denn die US-Amerikaner sind hier immer ein sehr, sehr gern gesehener Gast. Spätestens seit dem Jahr 2001, denn da kam es hier zu einer ganz besonderen Begebenheit, denn die US-amerikanische Ruderachtermannschaft war die allererste Sportmannschaft nach den Anschlägen am 11. September, die überhaupt die USA wieder verlassen durfte. Da war man sehr, sehr stolz hier als Veranstalter, als das gelungen ist. Damals gab es natürlich unglaublich hohe Sicherheitsbedingungen, um die Amerikaner hier größtmöglich zu schützen. Aber seitdem besteht eben dort zu diesem US-amerikanischen Achter ein ganz besonderes Verhältnis. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele hier auch gibt, die diesem Boot den Erfolg heute gönnen würden. Ja, und wir befinden uns jetzt schon auf dem letzten Kilometer. Jetzt ist die Motivation groß. Man hört die Leute am Streckenrand, die Mannschaft anfeuert. Und jetzt wird natürlich noch mal Gas gegeben. Die Amerikaner wollen hier, glaube ich, den Sieg noch mal mit einem wirklich tollen Endspurt feiern. Jetzt wird noch mal die letzten Kräfte mobilisiert. Ich glaube, wenn man gleich vielleicht noch mal in die amerikanische Mannschaft reinschwenkt, wird man das auch noch mal gut hören, dass die Amerikaner da mit einem hohen Anspruch rangehen und jetzt auch noch mal versuchen, hier auf den letzten Metern wirklich ein tolles Rennen abzuschließen. Ja, man sieht es trotzdem auch, eben gerade wieder gut gesehen, immer wieder auch mal Wasserberührungen innerhalb des Schlages. Es sind anspruchsvolle Bedingungen, aber die Amerikaner, muss man sagen, jetzt einfach wirklich die letzten 11,5 Kilometer sehr, sehr gut absolviert und hier jetzt auf den letzten Metern tolle Schläge, tolle Stimmung hier. Wir können sie auch schon sehen aus unserer Kommentatorenkabine.
Das bringt jetzt natürlich Spaß, wenn man hier mit einem großen Vorsprung auf die letzten Meter geht. Ja, die Rendsburger Hochbrücke, sie ist im Blick. Und jetzt wissen die US-Boys natürlich, dass da nichts mehr schiefgehen wird. Auch wenn es so wehtut, wenn es so lange dauert, wenn die Muskeln brennen. Diese letzten Meter kann man dann auch ein Stück weit genießen, wenn das so gut gelaufen ist wie am heutigen Tag. Dass die Amerikaner die Holländer vielleicht ein bisschen ärgern können, ein bisschen treiben können, das war erwartet worden. Aber wie überlegen, wie souverän, wie großartig diese Crew das hinbekommen hat, das ist schon außergewöhnlich. Und da kann man wirklich nur absoluten Respekt zollen. So, und jetzt wird es hier tatsächlich nochmal richtig laut. Na klar, im Zielbereich sind hier die meisten Zuschauer, um dann jetzt nochmal die Athleten zu unterstützen und die Boote ins Ziel zu befördern. Ja, jetzt wird nochmal alles reingelegt in die letzten Schläge. Wollen hier den Vorsprung natürlich, glaube ich, auch so groß wie möglich halten, zeigen hier, was sie können. Nach dem vierten Platz in Radzice ist das natürlich eine Genugtuung für die Mannschaft, hier jetzt auf den letzten Schlägen Richtung Sieg zu fahren in Rendsburg. Besser hätte es für die Jungs nicht laufen können. Absolut. Die Rendsburger Hochbrücke, das Ziel am heutigen Tag wie jedes Jahr. Die Brücke übrigens gestern Geburtstag gehabt, am 1. Oktober 1913 ist sie eröffnet worden, ist also 109 Jahre alt geworden. Aber der eigentliche Glückwunsch, der geht heute an das großartige Team der USA, die ein fantastisches Rennen hier hingelegt haben. Jetzt sind es vielleicht noch 5, 6 Schläge bis zum Ziel. Aller Ehren wert dieser Auftritt der Amerikaner. Das war ein Husarenstück. Und nun kommen sie ins Ziel. Platz 1 für die Amerikaner. Sieg beim Canal Cup 2022. Und na klar ist die Erleichterung groß. Und jetzt muss ihnen vielleicht nochmal gesagt werden, dass das Rennen tatsächlich vorbei ist. Jawohl, jetzt wird zur Seite geguckt. Und jetzt wissen sie, sie haben das Rennen gewonnen. Und jetzt gibt es das Zeichen des Steuermannes. Und der Jubel brandet auf. Fuck yeah, Peter. Tolles Rennen. Klasse gemacht. Let's go. Ah, die Holländer jetzt auf den letzten Schlägen, gleich ist die Ziellinie überquert. Jetzt haben sie es geschafft. Sie sind über der Ziellinie. Auch sie, leichte Probleme, kurz die Orientierung zu finden. Aber jetzt sieht man auch die Kräfte. Alles wurde reingelegt, wirklich totale Erschöpfung bei jedem Mann im Boot hier, bei den Amerikanern gut zu sehen, aber auch riesengroße Freude. Natürlich auch für die Ersatzleute, die bei der Weltmeisterschaft in Radzice noch nicht im Boot saßen. Hier jetzt auch nochmal einen Abschluss zu haben, ist natürlich toll innerhalb des Teams, dass sie da nochmal so eine Leistung zeigen. Vielen Dank, Erik, für den Augenblick. Wir sehen dich gleich nochmal in der Analyse bei Andreas Keckel. Wir schauen aber jetzt gleich nochmal auf den Deutschlandachter. Der ist noch unterwegs. Wird aber natürlich auch angefeuert. Na klar, so gehört sich das. Und auch sie haben alles gegeben. Es war nicht mehr möglich heute. Jonas Wiesen auf den letzten Metern. Und Vorderzug. Und Vorderzug. Jawohl, Vorderzug. Und Vorderzug. Bewegt euch über die Beine durch, Oberkörper raus. Beine. Jawohl, wir haben noch 10 Schläge. Wir bleiben mal schön offensiv vorne drauf. Und schneller in das Schieben. Also jetzt haben auch sie es geschafft. Ja, schön direkt von vorne. Auch den Jungs ein großes Kompliment, das hier überhaupt durchgehalten zu haben. Und ich bin mir ganz sicher, selbst von denen, die da heute das erste Mal im Deutschlandachter gesessen haben, da werden wir in den nächsten Jahren den ein oder anderen vielleicht auch fest im deutschen Paradeboot sehen. Da ist eine Menge Potenzial da. Was im Augenblick schlichtweg noch fehlt, das ist die Physis. Das sind eben diese Trainingskilometer. Die Mannschaft hat einfach nicht genug PS im Boot, um dort international ganz vorne mitfahren zu können. Und das muss einfach auch über die Wintervorbereitung dann schon wieder das kommende Jahr anders werden. Ja, wenn man in die Gesichter schaut bei den US-Amerikanern, da ist die Freude riesengroß. Die werden selbst nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass sie hier ein solches Rennen hinlegen können. Aber es gab fast nichts zu kritisieren und wir wollen erste Eindrücke sammeln. Juliane Mückenhoff hat das erste Interview. Ja, ich bin hier bei den strahlenden Siegern, die überhaupt nicht aufgehört haben zu rudern. Jimmy, your crew didn't stop rowing, didn't you hear the signal? Or was it so much fun? We just wanted to make sure that we took the W. We had to win, so we went all the way through the line. So we talked about before the race, about the tactic and about how hard it will be. So everything was fine for you. Yeah, we went out there, you know,
We thought everyone was going to go pretty hard at the start, and we just were going to trust the middle of our piece, and it ended up working out really well. We got into the middle of our piece and just started chugging along. So alles ist nach Plan gelaufen. Vielen Dank, congratulations, and now go to the spectators. Awesome, thank you so much. Ja, sie wollten halt ganz sicher gehen und wollten auch über die Ziellinie hinaus auf jeden Fall noch ein paar Meter machen, weil das natürlich ein bisschen schwer einzuschätzen ist, wann man denn tatsächlich das Ziel erreicht hat. Aber sie haben dann auf jeden Fall den Sieg so abgesichert, dass man nicht mehr zweifeln musste. Andreas Keckel mit der Analyse. Jo, das meiste davon werde ich natürlich Erik überlassen. Das ist unser Experte hier. Erik, das war schon eine super Vorstellung, ne, der US-Boys. Für Sie überraschend? Na, ein bisschen überraschend, ja, doch der große Vorsprung vor den Holländern. Aber man hat es gerade gut gehört vom Steuermann. Sie haben den vollen Fokus auf den mittleren Streckenabschnitt gelegt. Das hat man sehr, sehr gut gesehen, mit was für einem Enthusiasmus und mit was für einer Energie die Jungs sich da den Vorsprung geholt haben. Das war schon wirklich beeindruckend. Eine tolle Leistung, und da kann man nur seinen Hut vorziehen. Ich habe es geliebt im Rennen, als er irgendwann sagte, der amerikanische Steuermann, enjoy the moment. Das ist so der eigene Humor, glaube ich, der Steuermänner weltweit, oder? Steuerleute. Ja, natürlich. Man versucht immer wieder die Mannschaft anzupeitschen, da das Letzte aus den Sportlern rauszuholen. Und muss ich auch sagen, hat mich irgendwo auch gefreut. Man hat fast ein kleines Grinsen auf dem Gesicht gehabt, dass man da mit so einer positiven Art als Steuermann daran gegangen ist. Hat natürlich geklappt. Also das muss man wirklich sagen. Tolles Team, eine tolle Leistung. Eher traurig die Vorstellung, während wir hier noch mal ein paar Bilder der Amerikaner sehen, die wirklich ein Superrennen hingelegt haben. Weniger ein Superrennen der deutschen Mannschaft, aber ich glaube, das hat man kaum anders erwarten können. In dieser Verlegenheitszusammenstellung, oder hätten die heute irgendetwas besser machen können aus Ihrer Sicht? Nee, ich glaube, sie haben alles reingelegt. Sie haben versucht, aggressiv zu starten. Das hat man schon gesehen. Aber man wusste natürlich schon, dass es dann auf den mittleren Streckenabschnitt so zwischen Kilometer 3 und 8 dann natürlich sehr, sehr schwer wird. Der Vorsprung wurde dann relativ schnell groß, der Rückstand. Aber die Jungs haben alles gegeben, haben hier vielleicht ein bisschen Lehrgeld gezahlt, aber es war da wirklich einfach eine zusammengewürfelte Mannschaft mit vielen jungen Sportlern oder auch unerfahrenen Sportlern im Achter. Und ich glaube trotzdem, dass sie hier das Beste draus gemacht haben und man trotzdem auch da sich gehört, dafür zu klatschen und die Jungs eine gute Leistung gebracht hat. Absolut. Das US-amerikanische Team ist auch deshalb ein ganz gutes Beispiel heute, weil die hatten auch den großen Umbruch nach Tokio. Und die haben es irgendwie besser hingekriegt als der DRV beispielsweise. Was haben die besser gemacht? Oder ist es einfach dieses Riesenreservoir der USA? Naja, sie haben natürlich ein extrem großes Gewinnungsprogramm durch ihre Universitäten. Da kommen viele Talente immer wieder neu dazu. Das haben wir leider in der Form nicht. Das ist für die natürlich ein wahnsinniger Rekrutierungsparameter in ihrem System. Aber ich denke, wir müssen uns einfach ein bisschen orientieren. Alle anderen Nationen hatten ihre Probleme. Die hatten auch diese Umbruchsphasen. Wir haben es leider nicht so gut geschafft. Ich hoffe, dass wir jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, um uns dann wieder gut aufzustellen und in den nächsten Jahren weitere Erfolge zu feiern. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Die richtigen Schlüsse. Aber schon im nächsten Jahr wird es ja richtig spannend, wenn es für die Tickets oder um die Tickets für Paris geht. Was sind jetzt oder müssen die allerersten Maßnahmen sein? Nehmen wir nun mal den Achter. Was müssen die ersten Maßnahmen sein, die jetzt ergriffen werden müssen, um da wirklich die Chance zu haben, dabei zu sein, erst einmal in Paris? Na, man muss in erster Linie jetzt versuchen, das Team so groß wie möglich zu halten. Viele junge Sportler mit reinzuziehen, viele gemeinsame Kilometer am Achter zu sammeln, um dann hoffentlich mit der bestmöglichen Mannschaft nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft am Start zu liegen und hoffentlich dann auch einen Olympia-Qualifikationsplatz zu holen. Okay, erstmal bis hierher. Und ich höre gerade, Juliane hat die deutsche Mannschaft jetzt bei sich. Mal sehen. Juliane, bitte. Ja, ich habe die deutsche Mannschaft bei mir. Jonas ist hier gerade ins Ziel gekommen mit den Männern. Jonas, es war ja irgendwie ein bisschen vorzusehen, dass was passiert. Wie zufrieden könnt ihr trotzdem mit dem Rennen sein? Oder könnt ihr trotzdem was Zufriedenes rausholen? Ja, erstmal so kurz nach dem Rennen ist natürlich erstmal schwer zu akzeptieren. Sind da weit hinterher gefahren die ganze Zeit. Ich denke, die Jungs haben gut gekämpft. Alles andere ist Ergebnis natürlich nicht so erfreulich. Erik hat es vorhin gesagt, Erik Johannesen, die Jungs haben das Beste gegeben. Das hat man deutlich gesehen. Deswegen die Frage an dich einmal, Mathis, wie hat sich das jetzt angefühlt? Wie zäh war das auch, wenn man dann ja so hinterherfährt, auch in den Wellen? Ja, also ich denke mal, es war ja für viele das erste Rennen, deshalb besonders zäh und schwierig erstmal so beziehungsweise das richtige Maß, sag ich mal, zu finden. Ich glaube, das haben wir dann über die Strecke ganz gut hinbekommen. Aber wenn man dann hinterherfährt, dann ist es natürlich nochmal besonders schwierig, dann den Kampf einfach mit sich selber zu haben und da einzugehen und nicht quasi noch nachlässiger zu werden. Aber ich denke, das haben wir ganz okay gemacht.
Und wie froh seid ihr jetzt, dass jetzt die Saison auch wirklich vorbei ist? Ja, ich denke mal, wir haben auf jeden Fall nach dieser Saison mit den ganz vielen Auf und Abs eine gute Pause auf jeden Fall nötig, dass wir uns da auch mental ein bisschen erholen können, um dann voller Kraft wieder einzusteigen und da voll Gas zu geben für die nächste Saison. Dann jetzt erstmal gute Erholungsphase. Dankeschön. Dankeschön. Ja, die Niedergeschlagenheit ist natürlich zum Greifen nah, das kann man gut verstehen. Den wird es wahrscheinlich auch in der Zusammenstellung nie wieder geben, den Deutschland-Achter, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ein alter Bekannter drängt zurück ins Boot, habe ich jetzt gehört oder schon längerem. Das ist Hannes Ozig aus Rostock. Wie sehr hat Sie die Nachricht gefreut? Der ist ja in den Skull-Bereich erst einmal gegangen und will jetzt unbedingt zurück. Der hat auch alles erreicht schon im Sport. Ja, Hannes ist ein toller Sportler, ist glaube ich jetzt auch in dem Moment natürlich, glaube ich, auch von Uwe Bender gern gehört, dass so ein Sportler sich als Bundestrainer des Achters, dass sich so ein Sportler jetzt auch wieder zutrauen kann oder sich vorstellen kann, wieder in den Achter zu gehen. Es ist natürlich kein einfacher Prozedere, weil Hannes muss sich jetzt erstmal den Selektionsprozess stellen, aber es ist natürlich trotzdem ein gutes Zeichen und ich hoffe natürlich, dass Hannes da auch weiter dran bleibt und es vielleicht auch wieder in den Achter schafft. Die Erfahrung könnte zweifellos helfen. Erst einmal herzlichen Dank, Erik, für die Expertise heute. Und ja, wir schauen noch mal auf heute Abend, 23.35 Uhr. Da gibt es ein ganz interessantes Thema, wie eigentlich immer in der Sportclub-Story. Diesmal geht es um die Frauen, die unbedingt in die Formel 1 müssen. Frauen wollen in die Formel 1. Gegen alle Vorurteile. Leistung allein reicht aber nicht. Man darf sich sicher verabschieden von dieser romantischen Vorstellung von Motorsport, dass man mit Talent irgendwas erreicht. Rennsport ungeschminkt. Seit fast 50 Jahren hat es keine Frau mehr geschafft, ein Rennen in der Königsklasse zu fahren. Die wahren Gründe. Speed Queens, Folge 2. Also 23.35 Uhr heute Abend und schon jetzt in der ARD Mediathek. Und vorher, vor 23.35 Uhr und 22.50 Uhr, gibt es den Sportclub, wie gewohnt, diesmal mit Andreas Bornemann im Studio, dem Sportchef des FC St. Pauli. Und jetzt geht's weiter mit der Sport... Nein, nicht. Völliger Quatsch. Mit der Nordreportage. Und da geht's spannend weiter auf dem Wasser. Wahnsinn auf dem Wasser, wenn das kein Versprechen ist. Bis dahin. Tschüss. Viel Wasser, viel Grün, viel Ruhe. Es ist ja ein Traum, wie wir gerne sagen, wunderschön. Und viel Zeit für